Heute möchte ich euch das nächste Detail oder die nächsten Details zum Akkusativobjekt erklären. Als erstes möchte ich mit euch noch einmal diese zwei Sätze analysieren. Und zwar, Satz 1, die Briefmarke ist rot. Satz 2, Nick sucht die Briefmarke. Erste Analyse heute. Ich möchte das Wort Briefmarke analysieren in zwei Sätzen. Erstens, ich habe hier das Wort Briefmarke und ich habe hier das Wort die Briefmarke. Ein Stück ist kaputt. Was hat dieses Wort für eine Funktion? Erster Satz, die Briefmarke ist rot. Wer ist rot? Wir fragen nach wer, das heißt, die Briefmarke ist hier. Das Subjekt. Zweiter Satz. Nick sucht die Briefmarke. Wen oder was sucht die Briefmarke? Wen oder was sucht Nick? Entschuldigung. Die Briefmarke. Das heißt, die Briefmarke ist hier das Akkusativobjekt. Ja? Hier ist das Subjekt Nick. Nick sucht die Briefmarke. Hier ist das Subjekt die Briefmarke. Was möchte ich heute mit euch herausfinden? Und zwar als erstes möchte ich mit euch diese Artikel markieren. Und zwar, Briefmarke ist ein feminines Nomen. Und zwar, Briefmarke hat den Artikel die. Der Artikel ist für Briefmarke und als Subjekt und für Briefmarke als Akkusativobjekt identisch. Das ist wichtig. Nächster Satz. Tim hat den Radiergummi und der Radiergummi ist da. Ich möchte mit euch in diesen zwei Sätzen den Radiergummi analysieren. Erster Satz, wen oder was hat Tim? Das heißt, den Radiergummi ist ein Akkusativobjekt. Zweiter Satz, wer ist da? Das heißt, der Radiergummi ist im Satz 2 das Subjekt. Und jetzt Achtung! Bei die sind die zwei Artikel identisch. Bei der, weil Radiergummi ist maskulin, wenn Radiergummi das Subjekt ist, ist der Artikel der. Und wenn Radiergummi das Akkusativobjekt ist, das direkte Objekt, ist der Artikel dem. Das heißt, es hat einen speziellen Artikel, weil Radiergummi das direkte Objekt ist. Das heißt, maskuline Nomen haben beim direkten Objekt den Artikel dem und nicht der. Die nächsten zwei Sätze sind die Sätze, das Mäppchen ist unter dem Tisch und er hat das Mäppchen. Mich interessiert das Mäppchen in den zwei Sätzen. Satz 1. Wer ist unter dem Tisch? Das Mäppchen ist unter dem Tisch. Das heißt, das Mäppchen macht die Aktion. Es ist unter dem Tisch. Das Mäppchen ist das Subjekt. Satz 2. Wen oder was hat er? Antwort, das Mäppchen ist das direkte Objekt. Mich interessieren auch hier die Artikel für das Akkusativobjekt bei Mäppchen ist das und der Artikel für Mäppchen als Subjekt ist auch das. Was können wir daraus lernen? Bei femininen Nomen, das heißt Nomen, die als Artikel im Subjekt haben, zum Beispiel die Briefmarke, die Tasche, die Flasche, ist der Artikel immer die, egal ob es bei einem Subjekt ist oder bei einem Akkusativobjekt. Bei das heißt alle Nomen, die neutral sind, zum Beispiel das Mäppchen, das Fenster,
das Mädchen, ist der Artikel immer das im Subjekt oder im Akkusativobjekt. Das heißt, der Artikel für diese Nomen ist immer das. Achtung, jetzt die spezielle Regel. Bei allen maskulinen Nomen, das heißt Nomen, die im Subjekt den Artikel der haben, zum Beispiel der Radiergummi, der Lehrer, der Tisch. Diese Nomen haben als Subjekt den Artikel der, aber als direktes Objekt haben sie den Artikel den. Ja, das ist eine spezielle Regel für alle Nomen mit dem maskulinen Artikel der.